Baby, mach sie auf die Lego Box. Der blaue Pin, dein Lego Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich bin der Kevin und das ist der Ben. Ja, genau. Und wir begrüßen euch heute mit einem schönen, dicken, vollgepackten Podcast. Versuchen es aber einigermaßen kurz zu halten und haben einige Themen auf dem Zettel stehen, die euch hoffentlich belustigen werden, so wie sie uns Freude gemacht haben. Was hat denn dir diese Woche schön Freude gemacht, Ben? Du, Kevin, heute ist Mittwoch. Auf jeden Fall ist noch, hat die Woche gerade erst angefangen. So wirklich Freude, weiß ich nicht. Das Wetter zum Beispiel, wir haben draußen. Ja, das Wetter, 34 ja, Grad. Ja, ja, gefühlt, ja. Das Wetter ist top, wenn man nicht arbeiten müsste. Ja, oder man hat eine Klimaanlage im Büro oder zu Hause. Ja, ich könnte, ja gut, heiß ist es ja nicht bei uns in den Werkstätten, aber ich könnte aus einer anderen Werkstatt den Wärmepumpen-Speicher holen, weil das ist so ein Warmwasserbereiter mit integrierter Wärmepumpe. Auf der einen Seite saugt er warme Luft, also Raumlufttemperatur an, und auf der anderen Seite bläst er kalte Luft wieder raus. Das klingt nach was Verwertbarem, ja. Das klingt nach was Verwertbarem. Ist zwar viel größer als eine handelsübliche kleine Einzimmer-Klimaanlage, aber ja, ist ein größerer klingt verwertbar. Ja. Aber du könntest schon. Zum Beispiel deine Schüler auch, die du hast, du könntest die lehren, was Verdunstungskälte ist, indem du einfach die mit einem Gartenschlauch nass machst und sagst dann, das, was auf eurer Haut verdunstet, das, was euch kalt macht, das ist Verdunstungskälte. Ja, könnte okay, man. Zu Foltertipps kommen wir am Ende, da reden wir nämlich über die Lego-Con. Das ist, glaube ich, unser letzter Ding, also freut euch schon mal auf die Lego-Con. Und ja, apropos Foltern, ja, ich weiß, viele von euch mögen Lego-Technik nicht, aber da müssen wir auch ganz kurz noch durch nachher. Wir fangen aber mit Freudigem an. Ich hatte diese Woche ein schönes Erlebnis, und zwar just heute. Wir nehmen tatsächlich einen Dienstag auf, weil es alles ein bisschen vollgepackt ist und so weiter und so fort. Es ist so. Ja, Kevin hat heute keine Zeit. Der Spielwareninvestor Podcast feierte heute seine 500. Folge. Die durfte der Thomas, liebe Grüße, ausrichten und hat seinen Quick-Brickcast gemacht. Und der Lars hat ja aufgerufen, schick ein Intro ein zur 500. Folge und so. Ja, es ist noch kein gutes Intro gekommen und so. Und ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe ein Intro eingeschickt und es wurde zum Intro der 500. Folge. Ich habe sowas von gegrinst, in Honigkuchenpferd in der Bahn. Ich habe mich so gefreut heute früh. Ich saß einfach nur da und habe gegrinst. Ja, das fand ich einen schönen Moment. Das war super. Ja, wahrscheinlich, was das Einzige war. Nein, war es nicht. Ich habe zwei eingeschickt. Okay, dann gab es zwei Einreichungen und beide von dir. Müssen wir mal fragen. Ich nutze mal die Gelegenheit, ich frage ihn mal. Und des Weiteren habe ich noch eine Orchidee gebaut in letzter Zeit und Baby Groot habe ich gebaut und ich bin total begeistert von Baby Groot. Der ist so gut, der ist so vielseitig einsetzbar. Okay. Er ist quasi wie ein Thanos-Handschuh, nur als Figur. Kann man schöne Gesten mitmachen, kann man die Hände schön benutzen, ich finde es klasse. Okay, hey, bei mir kam jetzt heute der Supermarkt, der City-Supermarkt, der kleine. Den habe ich auch hier stehen. Ja, aber hast du mal die kam. Box? Ja, hast du mal die Box genommen und dann mal auf eine Seite gedreht, dann auf die andere? Die ist halb leer, da ist zur Hälfte nur Luft drin. Weiß ich nicht, ich habe schon ausgepackt. Okay, ne, meiner steht noch zugepackt hier, dann habe ich mir noch den Gemüselieferwagen gekauft und den Hühnerstall, da gibt es bald ein Video zu. Ich brauche einen Bauernhof. Und der zweitschönste Moment diese Woche war, dass ich endlich einen Platz gefunden habe, meine Lego-Stadt zu bauen. Ich werde zu Ikea wandern und werde mir zwei große Tische kaufen und werde meine Lego-Stadt darauf platzieren und werde die aufbauen. Hip, hip. Hurra! Genau. Okay. Was nicht so hip, hip, hurra ist, das wollte ich auch noch loswerden. Wir reden ja immer davon, ja, im Legoland gibt es eine Lego-Fabrik. Woo! 100 Gramm, 8,99 €. Packt die Tüten voll mit wunderbaren Steinen, die sonst nicht irgendwo gibt. So günstig kommen da sonst nicht an Steine. Ja, das war mal. Denn Lego erhöht die Preise. Auch in der Legoland-Fabrik in Günzburg in Deutschland, im Legoland-Resort Deutschland, Günzburg, kosten 100 Gramm jetzt 1 Euro mehr, 9,99 €. Aber hatte ich nicht dunkel in Erinnerung, dass es letztes oder vor zwei Jahren 9,90 € waren? Das weiß ich nicht mehr.
Weil wenn das ist, dann hätten sie es ja erst billiger gemacht und jetzt nochmal einfach nur 9 Cent teurer als vor 2 Jahren. Das mag sein, aber ich finde Das, es. Ah. Kevin, das ist harmlos. Viel drastischer finde ich die Erhöhung im Minifiguren-Atelier. Oh, erzähl mal, das weiß ich noch gar nicht. Ja, da kostet eine Figur, ja gut, ich glaube, das kennen wir vom Store, irgendwo 2,50 €. Und du hast ja normalerweise irgendwo für 6 Figuren 10 € gezahlt und du zahlst jetzt für 6 Figuren 12 €. Für 6 Figuren zahle ich 12 €. Das sind ja 2 € pro Figur. Ja, schon. Aber ich meine, das sind halt jetzt irgendwo doch 20% erhöht. Ja, das stimmt. Relativ Ja. gesehen, ja. Oh, ich Ja. wollte ins Minifiguren-Atelier und wollte mir Minifiguren da hinstellen. Naja, aber das Minifiguren-Atelier, das hat man, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, aber ich wollte es nur noch mal klar machen. Die Minifiguren konnte man ja früher in der Legoland-Fabrik kaufen. Und das sind jetzt nur noch Teile. Keine einzige Minifigur. Die sind jetzt da, wo vorher der City-Shop war, gegenüber, da wo nur die City-Sets und die Modular zu kaufen waren. Genau, Die da wo die Box drin, die City Box hieß es, glaube ich, City-Box, da. genau. Das kleine Ding, wo Ja. so eine kleine Rampe ist für Rollstuhlfahrer und wo früher immer so riesengroß ein Zug durchgefahren ist in diesem riesengroßen Wust von Teilen. Der ist, glaube ich, nach wie vor drin. Genau, als wenn da so ein Zug seht, der so auf gelbem Supports, Support, ja, so großen ja. gelben Dinger da, Panels fährt mit Schienen und da sich rumwindet, da drin das Minifiguren-Atelier. Und du hattest ja eine Minifigur gekauft mit einer Nummer, ne? Ach, du meinst das? Ja. Du meinst dieser, ja, wo wir bei Support waren, dieses Benefits-Teil, ja. Genau. Genau, da zahlst du 4 € und kannst dir dann eine Minifigur, also eine aus dem Everyone is Awesome Set, kannst du dann raussuchen und auf so eine große Fläche draufstellen, kannst du aussuchen, an welchem Platz die soll. Und dann kriegst du eine, boah, was ist das? 6-mal irgendwas Plate bedruckt, wo drauf steht, dass du deine Figur an dem und dem Platz hast. Sowas werde ich mir auch bald gönnen. Ich gehe auch mal bald wieder hin, muss ja mal wieder ein bisschen was B unternehmen im Legoland. BN01 oder BN1 ist mein Platz. BN1. Ja, BN1. Das klingt wie eine Flugzeuglinie. Ne, das ist BN1, ganz einfach. Ja, jetzt sind 0 dran gehängt, wer ist ein Fernsehstar? Ben 10. Ich glaube schon, dass da eine 0 dran ist, aber auf der falschen Seite. Ach so. Ja, wie auf dem Gehaltszettel, immer vorne, ne? Ja, genau, ganz genau. Apropos Ja. Null vorne dran, das sind ja Überleitungen, die reißen sich ja. Wir nehmen heute an dem Dienstag auf, weil ich muss heute Nacht wach bleiben. Es begab sich denn, dass des 15. Juni sich diesen Jahres sich erstreckte, dass man ab heute Nacht Jetzt eine wird's Gratiszugabe kompliziert. im Lego Online-Shop bekommt, wenn man ab 150 € einkauft. Und zwar das Forest Man Hideout. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob es ab 0 Uhr sein wird oder ab 1 Uhr. Ich muss auf jeden Fall mindestens bis 0 Uhr wach bleiben, um mir dieses GWP zu sichern. Ich weiß auch schon, was ich für 120 € kaufen werde. Und die Frage ist, wirst du das auch tun? Wirst du auch wach bleiben und dir was kaufen? Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich drauf bin. So wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich wieder hoffen müssen, dass es morgen früh noch was gibt. Aber ich versuch's. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Irgendwo, also wirklich, du hast einmal gesagt, du weißt, was du für 120 € kaufst. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Ich weiß, was ich für 150 € kaufe. Ja, gut. Und einmal wirklich 150, weil irgendwo vor etlichen Wochen habe ich nämlich mal was von 160 gelesen. Genau, es ist aber wohl 150. Also die Blogs schreiben alle 150, dem vertraue ich auch. Ja, Aber das super. Gute ist, ich habe Ware für 165 €. Ja. Also komme ich auf jeden Fall drüber. Ja, richtig. Genau. Vielleicht kannst du mir danach einmal Tipps geben, weil mir fehlen da irgendwie so ein paar Euro. Ja, du kannst auch das Monkey Kid statt der Laternen nehmen. Naja, Nochmal. das hab ich ja vor, aber dann fehlt ja trotzdem noch was. Das ist richtig. Aber das ist ein guter Einkaufstipp. Monkey Kid statt der Laternen. Oder das Chinese New Year. Das sind alle beiden noch lieferbar. Das Eislauffestival. Oder auch mal was ganz Ausgefallenes. Brickheads, die Professoren zum Beispiel von Hogwarts.
Oder so schöne ausgefallene Dinge wie, du kannst ja auch diese, was habe ich hier noch im Warenkorb? Warte, wir können mal nachgucken, was ich auf meiner Einkaufsliste habe, was ich mir holen werden, was, wo ich werde spontan entscheiden, was ich davon nehme. Die Professoren von Hogwarts, die Daisy Duck habe ich noch nicht, Buzz Lightyear natürlich noch, Piggys Nudelwagen, auch ein sehr schönes Set. Der Nudelpanzer. Ja, genial. Dieser wunderschöne Nudelpanzer. Ein Dark Trooper Helm kann man nie genug von haben, die finde ich auch ziemlich nett. Was leid hier, ja. Und den Ja. kombinierst du dann einfach mit dem Roadrunner und mit dem Wile E. Coyote und setzt auf den Kopf denn von Wile E. Coyote drauf. Was natürlich auch kaufbar ist, ist Besuch des Weihnachtsmanns, das Weihnachtsset. Es ist gerade lieferbar für 90 €. Das geht ja hoch auf 100 € im September. Das Weihnachts-Winter-Village-Set von letztem Jahr. 90 € auch ein super Kauftipp. Und Changs Mondkuchenfabrik, auch aus der Monkey Kids-Serie. Das sind so meine Einkauftipps. Ja, vor allem, also da war ja, ich war jetzt ganz kurz im Store und da hieß es, ah ja, kommst du morgen auch und so, war ich, nee, leider nicht, weil erstens keine Zeit und zweitens, ihr habt einfach nicht das, was ich will, nämlich Monkey Kid. Ja, das ist das Problem. Monkey Kid gibt es Ja, nicht überall. richtig. Bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nur online. Leider ja. Ja. Aber wie gesagt, da ist ja einiges da. Und wie gesagt, wir kaufen genug ein, um das 40, 5, 6, 7 Versteck im Wald oder auf Englisch Forest Hideout zu bekommen. 258 Teile, zwei Minifiguren gibt es ab heute Nacht 0 Uhr oder 1 Uhr. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich später. Also ihr werdet mich ent oder Ben entweder fluchen hören oder mich jubeln oder beides. Man geht davon aus, dass dieses GWP sehr schnell weg sein wird. Also je nachdem, wann der Podcast kommt, habt ihr vielleicht schon Pech und es gibt es gar nicht mehr. Wir haben ja bereits schon drüber geredet. Und ja, einzige Nachreiche noch, die Schilde mit den kleinen Hirschchen drauf sind wohl Prints und kein Aufkleber. Und ich freue mich drauf. Die sind definitiv Prinz, ja. Und das ist so ein Set, wo ich sage, das will ich nicht verkaufen, um meinen Einkaufswert zu mindern, weil das Ding wird definitiv über 35 € auf dem zweiten Markt kosten. Da sind sehr viele Leute sehr heiß drauf. Und das ist so ein Set, das sehe ich einfach neben der Schmiede. Das sind die Forest Man, das sind die Falkenritter, das sehe ich einfach. Also verkauft wird es definitiv nicht. Ob es gebaut wird, ich glaube nicht, aber es wandert definitiv in meine Schätzesammlung und was in meiner Schätzesammlung ist, wird nicht verkauft. Das ist schön. Und Das sind die Schätzesammlung, das ist zum Beispiel die Nebulon B von der Comic-Con, dann die Exclusives aus dem Lego-Haus und sowas. Das ist so eine Schätzesammlung, da wird nichts verkauft davon. oh, okay. Ich habe neulich erst die Packung aufgerissen mit den Lego-Haus-Dinos und habe die gebaut. Ja, das ist ja kein Problem, wenn man mehrere davon hat. Okay, ich habe nur eine davon. Aber egal, ich bin ja Lego-Fan und Ja, Lego-Sammler. Ich bin ja nicht der ich Mensch, ja der die auch. Kartons anguckt. Ich ja auch, aber es gibt so ein paar Sets, da will ich, die will ich OVP haben und ja, aber wie gesagt, wenn man mehrere von einem Set hat, dann kann man auch eins bauen. Ja, zum Beispiel zwei Ospreys oder so. So, nein. Okay, ich würde sagen, dann schieben wir mal zum nächsten Thema über. Das ist auch ein Gift with Purchase an GWP, die 40577. Und man munkelt, das könnte die große Treppe von Harry Potter aus Hogwarts werden. Das könnte als Gratisbeigabe im Juli kommen. Vom 15. bis 31. Juli. Wenn man für ungefähr 130 € oder mehr Lego Harry Potter Sets kauft. So munkelt man. Nagelt So uns bitte nicht munkelt drauf man. fest. Gehört habe ich davon, großartig gelesen habe ich da noch nichts, weil es mich in dem Fall nicht so interessiert hat. Wieder. Aber es ja, kommt dann wieder drauf an, wie es aussieht. Aber nee, weil du bist halt echt an Harry Potter gebunden. Richtig. Und da gibt es wirklich gerade nicht Ja. so viel, was man kaufen kann. Okay, es gibt den Fuchsbau immer noch, der noch exklusiv ist. Den gibt es nur bei Smith Toys noch. Aber ansonsten gibt es halt nicht wirklich was. Die große Halle geht hoch vom Preis von 140 oder 130 auf 150 €. Aber das sind jetzt alles so Sachen, wo ich sage, nee, weil die gibt es im Einzelhandel billiger. Und das GWP soll zwei Wände mit diversen Porträts, werden hundertprozentig Aufkleber sein, beinhalten. Natürlich. Eine Hermine Granger Minifigur und natürlich, weil es sind ja die Treppen von Hogwarts, einer
Ausrufungszeichen, einer schwenkbaren Treppe. Jetzt ist die Frage, ist es in GWP, stelle ich mir das nur so hin, wie einfach so ein GWP halt ist, oder ist es in dieser 8x16er Größe, dass ich es in mein Hogwarts einbauen könnte und mache alle Hogwarts-Schlossbauer neidisch? Ja, da stellt sich halt dann die Frage, wo baust du es ein? Weil, ne, ich glaube, das ist einfach nur so ein GWP, wie jetzt, keine Ahnung, das Monsterbuch oder die kleine Winkelgasse auch. Also ich ja, glaub, aber es gab ja schon mal ein GWP. Das letzte GWP war ja auch eins, das man in Hogwarts einbauen konnte. Ja, richtig. Ja, richtig. Der Schlafsaal war das, gell? Genau. Und ich vermute, dass es eventuell, wenn es ganz blöd läuft, auch wieder so eins ist. Gerade so zwei kleine Treppenabsätze und eine, die man schwenken kann, an so einem Hinge oder so, die man in Hogwarts einbauen kann. Das wäre halt sehr bitter für alle. Das wäre bitter, ja. Richtig. Das wäre bitter, ja. Lassen wir uns überraschen, also wenn es dann tatsächlich am 15. Juli kommt, könnten die ersten Leak-Bilder ja schon zwei Wochen auftauchen, also gerade zum nächsten Podcast. Ja, sowas, genau. Ah, und apropos, liebe Leute, wenn ihr doch gerne Podcasts hört, so wie diesen wunderschönen Podcast hier, oder zum Beispiel auch so schöne Podcasts wie den Stonewalls-Podcast oder den Spielwareninvestor-Podcast oder auch andere schöne Lego-Podcasts. Von denen uns gerade keiner einfällt. Doch, mir fällt schon ein, aber ich will nicht noch mehr Werbung machen. Die erscheinen ja wöchentlich, teilweise sogar mehr als einmal die Woche. Und wir erscheinen nur zwei wöchentlich. Es ist die Frage, sollen wir zwei wöchentlich bleiben? Oder sollen wir sagen, ballert doch einmal die Woche was raus? Muss ja nicht Mittwoch sein, ballert einfach einmal die Woche was raus, macht dafür kürzere Folgen. Oder sagt ihr einfach, nee, haut einmal die Woche eine 3-Stunden-Folge raus und redet einfach drüber, welches Grün an welcher Pflanze schöner ist und ob ihr Lilien oder ob ihr Veilchen lieber mögt. Würde mich mal interessieren. Das ist eine sehr gute Frage, aber dann muss man halt dann auch auf die Zuverlässigkeit von der einen oder anderen Person irgendwo was? Ja, du meinst mich, ich weiß, ja. Habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe nichts gesagt. Ist schon okay. Ja, nee, aber das würde mich mal interessieren. Würdet ihr wöchentlich bevorzugen oder doch weiter zweiwöchentlich? Das ist so einfach mal so. Also natürlich, egal was ihr sagt, ob was umsetzt oder nicht, ist was anderes, aber würde mich einfach interessieren. Ja, mich übrigens auch. Also, ja, genau. Und wenn wir jetzt schon unsere Insights nach außen kehren, können wir doch das Inside-Tour-Set vorstellen, oder? Inside-Tour-Set vorstellen. Ja, passend zur Molding Machine aus dem Lego-Haus, ja. Genau, zu der 40502, das habe ich mir auch gedacht. Das passt super, ja. Genau, dieses Lego Factory AGV, Set Nummer 4000037. Wenn das mit 4 anfängt, bedeutet schon mal Lego-exklusiv, und wenn es so viele Nullen hat, heißt es entweder, das ist ein Mitarbeitergeschenk, oder es ist etwas, das man wirklich nur bekommt, wenn man sich einen goldenen Finger besorgt oder halt irgendwie mit die Nase abschneidet. Macht das genau. Nicht. Nein. Die Lego Inside Tour ist eine Tour, da nehmen 80 Leute dran teil. Es kostet über 2000 Euro umgerechnet. Das ist eine Tour durchs Lego-Haus und durch das Lego oder generell die Lego-Struktur in Billund mit Übernachtung und so, ohne Anreise. Und da wird halt wirklich, da kriegst du halt quasi einen All-Access-Pass und kriegst du Sachen halt gezeigt, darfst in die Vault und kriegst tolle Gespräche mit Lego-Mitarbeitern und ein Set, das nur auf 80 Leute limitiert ist, wo sogar ein Bild von Mitarbeitern auch oder Mitteilnehmern auf dem. Ich glaube, ist die Inside-Tour nicht zweimal im Jahr und ist dann nicht 160 oder? Ja, aber das Set ist auf 80 begrenzt. Okay, dann Set gibt's zweimal vier, zwei, achso. Genau, okay. Die zweiten 80 kriegen dann ein Ersatzset quasi. Ah, okay, ja gut. Ein Ersatz. Ja, und es ist so, die Mitarbeitergeschenke dafür, die durften lange Zeit nicht veröffentlichen, dass die anderen, die an der Tour noch teilnehmen, nicht wissen, was sie kriegen. Das Embargo ist gefallen und es ist ein Set, das wirklich stark an die Molding Machine anknüpfen könnte. Es ist halt eine Verpackungsmaschine. Ja, im Prinzip. Ist so eine Holzpalette mit bei, die man im Lego Technik Stapler nehmen könnte. Und so ein kleiner Roboterarm, der eben diese kleinen Teile nimmt und in Kisten packt. Und diese Kisten laufen in eine automatische Verpackungssortieranlage und die werden da einfach. Und dieser dieser Roboterwagen, auf dem dann die Kisten drauf sind, der dann irgendwo selbstständig durch die Hallen düst. Genau, das ist nämlich auch dabei. Und da ist noch eine kleine Ameise mit oder so ein kleiner Hubwagen mit bei. Und dieser kleine Roboter, das ist das AGV, das ist das Automated Guided Vehicle. Das ist so ein kleines Auto, sieht aus wie quasi wenn von der Kirmes, so ein Boxauto, nur eben ohne Sitz und ohne Lenkrad. Ja, das ist das, was. Größer.
Genau, das ist, was ich gemeint habe, wo die Kisten dann drin sind und das fährt selbstständig durch die Hallen durch. Genau, und da sind Rollen drin oder Rollbänder drin, wo so Ja. zwei, drei Kisten nebeneinander passen. Und das wäre dann von der Verpackungsmaschine oder vom Lager zur Verpackungsmaschine und zurück und weiß, wo es hin muss. Die Dinger Genau. sind genial. Ja, glaube ich. Was Und die machen Spaß. AGV, Automated Guided Vehicle. Habe ich ja gerade gesagt, genau. Oh, Entschuldigung, habe ich dir nicht Alles gut. zugehört. Und das sind halt ein paar Kisten mit bei, ein paar Lego-Teile mit bei und das Ding packt halt zusammen. Ich finde es super persönlich. Ja. Wir können mal ganz kurz gucken, ob das bei eBay schon irgendwo verkauft wird. Also ich meine, wie gesagt, auf dem Karton sind die 80 Teilnehmer, da wurde ein Foto von gemacht, sind da mit drauf auf dem Karton. Und Ja, nee, genau, und 400 Euro. ja, Stuart Harris himself hat dieses Bild gepostet. Also, das ist ein, ja, Leak, das kein, eigentlich kein Leak ist. Genau, das ist Embargo ist ja sowieso gefallen. Ich bin gerade auf eBay und guck mal, ob es verkaufte Auktionen gibt. Ob es irgendeiner gibt, der kein Herz und keine Seele hat und das verkauft. Ja, ich denke mal 2000, wenn. Also 2000 hat es ja gekostet. Ich würde mal mit 1000 rechnen. Naja, die Inside-Presets, die sind schon so. So 1000 ist da fast schon günstig. Ich finde da keins. Ich guck mal auf Bricklink noch. Wobei, das wird wahrscheinlich noch nicht eingepflegt sein, das ist zu neu. Doch, das ist eingepflegt, hat aber niemand Okay. verkauft, niemand im Angebot. Also alle 80 Leute, Ehrenleute bis jetzt. Sehr gut. Es ist auch so, dass dieses Set, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es hat. Auf jeden Fall sieht es echt cool aus. Es ist eine graue Platte, auf der eben so ein Förderband gebaut ist. Nebendran dieser große automatische Roboter. Kennt man aus der Autoindustrie zum Beispiel. Ein Hubwagen, ein paar Kartons mit bei oder ein paar Boxen mit Kunststoff und eben dieses AGV mit Aufklebern drauf, mit der Nummer 17. Und es sieht klein aus, aber es ist knuffig. Ja, und passt halt eben, wie gesagt, super zur Molding Machine. Genau, zwar nicht von der Größe, würde ich sagen, von der Skalierung, aber vom Thema. Vom Thema auf jeden Fall, ja. Es sieht einfach genial aus. Ja, mir gefällt es auch. Also, so viele Bilder gibt es nicht. Ich mache euch in die Shownotes einen Link zu Promobricks. Die haben nämlich Bilder davon. Das ist das Lego Inside Tour Set. Und Tour Set. So, und dann könnt ihr euch das mal angucken. Das wird bestimmt sehr lustig. Also, mir gefällt das Ding echt. Und es ist so, dass das Ding aus Teilen zusammengestellt ist, die es ganz normal gibt. Ja, bedeutet, man könnte sich das einfach rebricken. Könnte man. Könnte man. Müsste bloß noch die Anleitung auftauchen. Wobei es gibt ja. Aufgrund der Bilder kann man schon sich so einiges ableiten und selber zusammenstümpern. Aber an sich sind halt graue Kerzen verbaut. Was sind? Nee, sind das Kerzen? Sieht man nicht so genau. Jedenfalls, es werden bestimmt schöne Bilder auftauchen. Das kann man bestimmt schön nachbauen. Da wird es hoffentlich schöne Anleitungen zu geben. Und sowas würde ich mir tatsächlich neben die Molding Machine stellen wollen. Ja, doch. Ich glaube wirklich, dass das Kerzen sind. Es sieht aus wie Kerzen, ne? Ja. Du Guckt meinst es euch mal selber an. die Stützen, oder? Unten unter dem Fließband. Ja, genau, die Stützen, ja. Genau. Guckt es euch mal selber an. Ich habe einen Link in die Shownotes gepackt oder geht auf Promobricks, da findet ihr das. Und die. Apropos, Promobricks, die haben auch noch einen Artikel. Die haben irgendeinen Spitzel, ja. Die haben rausgefunden, was in der 71034 ist. Und jetzt Profis wissen schon, 71, was ist 71? Haha! Minifigurenserie 71034, Minifigurenserie 23 zum 90-jährigen Lego-Jubiläum. Und, naja, es wird nicht wirklich was mit dem zu tun haben, was wir gemunkelt haben. Es wird kein Space Police Mensch drin sein, es wird kein Pirat drin sein, es wird kein. Ne? Ja, also diese Beschreibungen von Bromobricks erinnern mich extrem an die Serie 18, weil da sehr viele Kostüme dabei sind. Also sprich, Genau. Lego feiert. Wie bei Serie 18 haben sie auch gefeiert. Ich glaube, was haben sie gefeiert? 20 Jahre irgendwas, oder? Zwei, ja, oder 10 Jahre irgendwas. Sie haben gefeiert. Und sie feiern wieder, deswegen einfach eine Kostümparty. Was aber jetzt doch ein bisschen retro ist, ist der Ritter. Sind sogar sehr viele Sachen richtig, weil ich habe ja gesagt, es ist kein Ja, Pirat enthalten oder ja. kein. Ja, Die sind schon enthalten, aber eben Leute in Verkleidung, in Kostüm. Wie wir richtig, uns das vorstellen richtig. können, weiß ich nicht, weil wenn er ein Pirat bei ist, wäre das ja quasi einfach ein Pirat. Aber wie sieht eine Minifigur im Piratenkostüm aus? Ja, Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich würde Ja, sagen, wir das gehen ist mal ja, kurz ab. das ist ja, ich sehe jetzt hier nichts mit Piratenkostüm. Ich sehe jetzt hier Kapitän Schiffkostüm. Ja, da, ja, Entschuldigung, genau, es ist ein, also wie mit Ja. Amelia Earhart, mit dem Flugzeug wahrscheinlich, dass er so Wahrscheinlich ja. Ja, den genau. Symboltum hat, genau. Aber so Ja. in diese Richtung wird es gehen. Gehen wir doch mal alle 12 durch. Fang doch mal an, weil du schon Ja. Ritter gesagt hast. Genau. Eine Person in grauer Ritterrüstung mit goldenem Helmvisier, goldenes Schwert, bedrucktem Schild und bedruckter Brustpanzer. Und auf dem Schild, nee, jeweils ist das Classic Castle Logo drauf. Was auch immer das Classic Castle Logo ist. Das müsste das gelb-rote sein. Das Ah, okay. ist gelb-rot, genau, Ja, mit Helmvisier. Classic Castle Logo aus der gelben Burg. Und ein weißes Steckenpferd. Das klingt auch nach einem neuen Mold, oder? Ja, das ist aus drei Teilen zusammengebaut. Eine vierer weiße Ja, Bar, dann noch ein ja, Noppel ja. drauf und fertig. Jo. Ja. Und wenn man einen Ritter hat, braucht man einen Drachen. Und das ist so eine Frau im Drachenkostüm. Und ein Stellenwert, wenn man Böses denkt. Ich habe nichts gesagt, ja. Ich denke gerade an die Szene aus Ocean's 12, in dem Danny Ocean mit Brad Pitt zusammen im Café sitzt und der Ben Affleck dabei sitzt. Nee, nicht Ben Affleck, wie heißt er? Ich weiß es gar nicht, Ja, ewig her. und die lachen so mit dem russischen Mafia-Boss. Egal. Ja. Aber auf jeden Fall, ich Frau. habe nichts gesagt, ja. Nein. Frau im grünen Drachenkostüm und da gibt es ja bereits so ein Drachenkopfteil, das gibt es ja schon in Rot unter anderem. Und das wird wahrscheinlich auch nicht so ein komplettes Kostüm sein, wie so eine Maisschote oder so, sondern einfach nur so ein Köpfchen. Ich denke, wo wir bei der Serie 18 waren gerade, es wird derselbe Drache wie in der Serie 18 sein, nur als Frau und in Grün. Das kann sein. Dann war das nicht der rote bei der Ja, 18er? ja. Ja, genau. Danke, ja. Genau. Den meine ich. Dann machen wir weiter. Was kommt als nächstes? Tinkerbell. Tinkerbell, ein Mädchen im Feenkostüm mit weißer Krone, transpinken Flügeln, Rock und Zuckerstange und bedruckte Füße. Transpinke Flügler, denke ich sofort an die neuen Ninjago-Sets. Ich Aber es werden andere sein, es werden eigene Flügel sein. denke da eher an die Transflügel aus dem BAM Tower. Das stimmt, das geht auch. Das sind auch so Feenflügel. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, dann kommt noch eine Frau im Rentierkostüm mit Geschenkebox und Herzfliese und so weiter. Rentierkostüm stelle ich mir lustig vor. Da würde ich jetzt aber sagen, hey Leute, ihr habt doch die von Harry Potter diese, ich will mal Minotauren sagen, nein, diese. Genau, Zentauren. Zentauren, genau diese Zentauren, wo das einfach das Ideal wäre. Aber den hatten wir ja auch schon in der Lego-Minifiguren-Serie, diese Frau mit dem Pferdekörper oder den Zentaur mit dem Pferdekörper. Ja. Rentierkostüm, das wird einfach eine andere Mütze sein, denke ich mal, oder eine rote Nase. Mal gucken. Ich denke einfach irgendwie so wie das Lama-Kostüm, nur halt ein Rentierkopf. Möglich. Ah, das wäre auch möglich, bestimmt. Ja. So, dann machen wir weiter, du Rentierkopf. Ich Rentierkopf. Mann im roten Nussknacker bzw. Soldatenkostüm mit neuer Hut-Haar-Kombo, goldenem Säbel und bedruckten Dual-Molded-Beinen in Schwarz und Weiß. Ja, die Figur brauche ich viermal, denn dann kann ich mit der Kutsche aus der Schmiede, ja, und vier von diesen Soldaten kann ich dann zum Beispiel Mutter Courage und ihre Kinder nachstellen, wie Mutter Courage mit ihren Kindern auf der Kutsche vor denen angehalten wird am Anfang. Mutter wer? Ach, okay. Bertolt Brecht gibt dir gerade eine Nackenschelle. Danke. Okay. Sehr gut. Das hat Bertolt gehört. Ich hätte jetzt gesagt, du fährst Nussknacker spazieren, aber okay, gut, dann mach das. Ja, ich weiß, seltsamer Humor. Ja. Nussknacker, dann Drache, Rentier, Nussknacker, dann bin ich wieder dran, ne? Ja. Dann Ja. kommt ein Olaf. Ein Olaf. Genau, eine Person, man weiß nicht, ob männlich oder weiblich, im Schneemann-Kostüm mit einem Hetmold, Hut und Besen. Also der Besen könnte man auch. Also, wenn sie Frau wäre, wäre Besen schon wieder sehr lustig. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber Schneemann-Kostüm klingt lustig. Jedenfalls nicht wie Olaf, hoffentlich ein bisschen größer, wird lustig. Und jetzt haben wir aber wieder eine Frau, oder? Das nächste. Ja, eine Frau im blauen Roboterkostüm mit Schere und Infotafel und Dual-Molded-Beinen in Blau und Orange mit bedruckten Füßen. Was auf dieser Infotafel steht, man weiß es nicht. Noch Aber nicht.
Blau-Orange klingt nach einer super Kombi und das ist so ein Ding, was in das Cardboard Adventure super passen könnte. Müsste ich jetzt die Figur sehen, also die Roboter, die Frau im Roboterkostüm, ja. Jetzt wird's lustig. Das Genau, stelle und ich mir zwar lustig vor. Junge im Popcornbecherkostüm. Also das Ding muss entweder riesig sein oder ist es wirklich nur ein bedruckter, lustiger Torso mit Popcorn oben auf dem Kopf. Aber dann würde ich nebendran einfach den Bürgermeister im Maiskostüm stellen. Ja, und keine Ahnung, was hat eine Flamme? Roten Feuerdrachen aus der Serie 18. Zum Beispiel, genau. Richtig. Sehr cool. Stelle ich mir auch sehr lustig vor. Mehr Details wissen wir nicht. Nur Junge im Popcornbecherkostüm. Da bin ich mega gespannt drauf. Also mega heiß Ja, drauf. naja, okay. Machen wir weiter. Ja, sind wir jetzt wieder bei Kevin, seinem Piraten, beziehungsweise Mann im Kapitän, beziehungsweise Schiffkostüm mit Kapitänsmütze und neuem Schiffmold, der zwischen Torso und Beinen angebracht wird. Also ja, wahrscheinlich wie Emilia Earhart, also die Kleine aus der Serie 20. Das war Ja, 20, ja. 20. Oder wie, wo wir bei der Serie 18 sind, der Junge mit dem, der in dem Autokostüm sitzt. Ja, sowas Das wird muss das durch sein. ausladenden Dinger da. Also das wird so in Ja, diese Richtung gehen. Auf jeden genau. Fall, Piraten sind wichtig. Was ich nicht ganz verstehe, ist Mann im Truthahn-Kostüm mit neuem Kopf, Schwanzteil, Federarmen und Dual-Molded Bein. Wobei da die Federarme könnte ich mir vorstellen, dass die zum Beispiel aus dem Roadrunner-Set Die raus emulgiert wurden. Federarme sind definitiv aus dem vom Roadrunner oder von den Osterküken und so weiter. Kopfschwanzteil ist so wie die, Die Katzen. ich hätte jetzt eher gesagt, die Haikostüme. Oder Haikostüme, ja. Ist halt so ein Ding, das man aber zwischen Beine und Torso klemmt, da ein und gut ist. Nee, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das man auf den Kopf drauf setzt und dann geht das am Rücken so weit runter bis zum Schwanz. Okay, lassen wir uns überraschen mit dem Truthahn. Bin ich Ist, mal gespannt. ja, genau. Dann haben wir ein Mädchen im Elfenkostüm mit bedruckten Beinen und Schneekugel. Ja, Schneekugel wird das spannendste Teil sein, aber Elfen, das ist schon der zweite Elf, beziehungsweise wir hatten Fee und jetzt noch ein Elf. Ja. Elfen sind wichtig, ne? Weil Elfen helfen. Elfen helfen. Was für ein Wortspiel. Das Was ist für jetzt ein gut. Wortspiel. Ja, ich habe ja vorhin schon den Besuch des Weihnachtsmanns erwähnt und also das ist schon, Elfen sind wichtig. Bald ist Weihnachten, Freunde. Wir haben den 14.06., ja? In 6 Monaten und 10 Tagen ist Weihnachten. Jetzt, wo du es sagst. Und ich möchte es nochmal verdeutlichen. In 6 Monaten und 10 Tagen ist Weihnachten. Ja, das interessiert keinen. Wir haben jetzt Sommer. Doch, ja. Wir haben Sommer. Ist so auf über Weihnachten zu reden. Okay, dann haben wir aber noch was, was mit dem schönen Pelz zu tun hat. Das letzte Minifigur ist ein Mann im Wolfskostüm mit Dual-Molded Bein und Sack. Ich hoffe, wenn es ein Mann ist, hat er letzteres auch. Ja. Wolf-Kostüm stelle ich mir vor, dass ein Wolfkopf ist, wie bei der Minifigurenserie zu Video. Entweder Video oder die Serie 14 oder wie wir es jetzt aktuell bei der Peitschenden Weide im Harry Potter haben und so weiter und so fort. Stimmt, genau, der hat ja auch einen Ja, Pferdekopf, also wollte ich sagen, das Wolfskopf, genau. Pferdekopf. Und eine gute Nachricht zum Schluss habe ich noch. Wir haben über die Preiserhöhung von Lego geredet, glaube ich. Ja, haben wir. Haben Und wir? ja, haben wir, letztes Mal. Und dieses wunderbare Set 71034 ist bisweilen noch nirgendwo aufgetaucht, dass es teurer wird. Es steht nirgendwo, dass es von der Preiserhöhung betroffen wird. Wir können uns hoffentlich darauf freuen, dass die Minifigurenserie, die im September erscheint, weiterhin 3,99 pro Tüte kostet. Na, hoffen wir. Hoffen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, gehen Wobei wir zum die, Haupt. Ja, was? ja, Entschuldigung, wobei was? die ja schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, in Amerika teurer geworden sind. Genau. Und gewisse Leute aus gewissen Frankfurter Lädchen prophezeien ja schon, dass die schon bald bei uns 5 € kosten wird. Aber na gut, lass uns überraschen. Ja. Lass dich überraschen. Genau. Was ist das Hauptthema, was du wolltest? Mach sie auf die Lego Box, Box, Box. Was? Ja, ne. 10303, die Looping-Achterbahn, wurde offiziell Ui. vorgestellt. Der Nachfolger der 10261, der normalen Achterbahn vom Rollercoaster, kriegt jetzt endlich einen großen Bruder. Und es ist nicht übertrieben. Ja,
Die ist zumindest hoch. 92 Zentimeter. Ja, höher ist Das das war Auto echte schon was. Zentimeter, nicht Lego-Zentimeter, echte Zentimeter. Ja, richtig. Und eine Breite von 85 und ja, die Tiefe ist okay mit 34. Aber ja, die ist zumindest hoch. Ja, es ist so, dass es eine Achterbahn ist, die eine 90-Grad-Abfahrt hat, also wirklich senkrecht nach unten. Und dass der Wagen runterfahren kann, haben wir einen Lift. Da können wir mit einer Kurbel dran drehen. Das Ding steht auf so unterschiedlichen gebauten Grundplatten, nicht auf Baseplates, sondern gebauten Platten. Dann ist ein Eingang mit einem schönen Überdach drüber. Dann kann man da einsteigen, hinter Drehkreuzen. Dann geht man in den Wagen rein. Die ganze Schiene ist aber um so, lass mich mal sagen, so 7, 8 Grad geneigt. Da kann man den Lift hochmachen. Und oben angekommen, aufgrund der Schräge der Schiene, rutscht das Ding automatisch auf die Schiene über, geht senkrecht runter, direkt durch zwei Loopings, ein Steil-Looping, ein richtig schöner Steil-Looping, etwas runderer Looping danach und dann wieder zum Eingang zurück. Genau, weil du sagst Grundplatten, das ist ja Doppelgrundplatte. Ja, aber es Nicht sind Plates, normale auf Plates gebaut. Grundplatte, Doppelplate meine ich. Es sind Genau. unten graue und auf die grauen sind nochmal grüne. Genau, Dass es sind die, keine Baseplates, sind wirklich echte ja, Plates. und die grauen unten drunter haben sie halt wegen der Stabilität gemacht, weil die grauen einfach größer sind als die grünen und dann ja, haftet es besser zusammen, um es blöd auszudrücken. Dann haben wir insgesamt, wollte ich noch ganz kurz anbringen, zur Vervollständigung 10303, 3756 Teile. Zu 399,99 €. Verkaufsstart ist der 1. Juli für VIPs, Lego VIPs und für alle anderen am 5. Juli 2022. Es sind 18 plus Set und es erscheint natürlich unter der Lego Icons Serie. Lustig ist, auf dem Karton steht nur Loop Coaster drauf, ohne Lego Icons. Entweder sind dann Fehler unterlaufen oder sie waren einfach zu schnell. Ja, Wir ich haben weiß es insgesamt elf nicht. Minifiguren, ja, und 11 Minifiguren und ein Oachkatzel, wie ihr in Bayern Auch sagt. Katzel oder ein Nussmäuschen. Genau, liebe Grüße gehen raus an Rick, ein Nussmäuschen. Genau. Was Und wer ich. Ja, nichts red damit weiter. anfangen kann, der hört bitte den Stonewalls Podcast Nummer 100. Dort geht es primär um Nussmäuschen. Genau. Was ich nicht so ganz verstehe, ist den Aufzugmechanismus, weil einerseits ist er mit einer Schnur, wenn ich das richtig sehe. Nee, da ist doch eine Kette hinter, da ist doch Ja, kein und Glied. einerseits ist es mit einer Schnur und andererseits mit einem Kettenglied. Weil oben, ganz oben haben wir vorne und hinten jeweils eine Rolle, auf die eine Schnur gespannt ist. Nehme an, das würde Bremsmechanismus sein, das Gegengewicht, dass das Ding, Es wenn es oben ist, ist dass es sich gut. aushakt. Und dann über die Schnur das Gegengewicht, ja, das ist möglich. Genau, weil beim Haunted House war es ja ähnlich, da gab es das Gegengewicht Ja. in Form des Aufzugs, dass im Hintergrund da hinten was durchfällt, was schwer ist, wo dann eben die Räder dann. Im Haunted House hatten wir diese Schwungräder als Bremse. Ja, logisch, aber die Ja. müssen ja irgendwo trotzdem, ich nehme an, dass das Seil dann irgendwie mit Gegengewicht zu tun hat oder Es nicht mal ist Gegengewicht, gut möglich, ja. dass es durchaus möglich ist, dass wir hier eben diesen Mechanismus haben, weil da haben schon viele Leute sich drüber den Kopf zerbrochen, wie Ja. funktioniert das? Und da eben dieses Seil gespannt ist über diesen kompletten 92 cm Überbau, gehe ich ganz schwer davon aus, dass es was mit dieser Bremsthematik zu tun hat, weil angenommen, du schließt deinen Motor an, das ist möglich, du kannst den Motor anschließen, damit dieses Ding automatisch hochfährt, wie bei der 10261. Aber wenn das Ding in eine Richtung dreht, wie kriegst du dann den Lift wieder nach unten? Nur indem das Ding frei nach unten fallen lässt, theoretisch. Ja, richtig. Indem es auskoppelt. Und dann darf es ja nicht nach unten fallen, sonst hätten wir da unten 32 kleine Teile, das wäre ja blöd. Bedeutet, dann muss es einen Mechanismus geben, der das Ganze dann eben abfedert. Da ist nichts von zu sehen. Allerdings, muss ich sagen, allerdings wäre das die einzige logische Konsequenz. Ja. Und wir haben noch was, wo Dann. ich noch nicht ganz d'accord gehe oder noch nicht ganz weiß. Wenn der Wagen mit einer Affenzahn aus dem Looping rausschießt und dann wieder an die Haltebox kommt, wie hält der an? Da haben wir einmal die Rolle. Ich denke mal, diese Rolle, dieser Reifen dient zum einen als Bremse und zum anderen, um den bis ganz zu den Halteboxen weiterzuführen. Und Wie bei einer echten Achterbahn. zum anderen haben wir
Ich denke, ich hoffe mal, dass der Reifen erstmal ein bisschen bremst, weil wir haben dann diese zwei roten Technik-Nasen, Zähne, das sind Te Zähne, Zähne, diese Technik-Tooth, ja. Technikzähne, die nach oben stehen und da knallen die Wägen voll dagegen. Genau, und jetzt kommt aber der Witz. Wenn du genau schaust, geht nämlich von dem Kurbelgehäuse, wo du Lift kurbelst, geht nämlich eine Kardanwelle weg mit einer Achse Genau, unter diesen deswegen. Bereich drunter. Ganz genau, deswegen habe ich ja gemeint, dass der Reifen auch noch mit angetrieben wird. Genau, und wenn man sich die Bilder genau anschaut, sieht man, dass unter dem Reifen Zahnräder sind und Ja. unten drunter ein Liftarm, wo ein roter Pin ist, ein Pin mit Knubbel, und da sind Gummis dran, weiße Genau, Gummis. das habe ich auch gesehen und das wundert mich auch. Was das ist, ist da irgendwo die Wartebox für die Zuschauer beweglich? Rüttelst die oder was ist da los? Nee, das wird so sein, dass wenn du an der Kurbel drehst, dreht sich dann dieses kleine Rad mit, langsam mit. Und das Gummi ist dazu da, dass es steht eben zur Schiene hin. Wenn der Wagen dran vorbeigeht, drückt es ein bisschen zur Seite, dass der Wagen vorbeifahren kann. Und aufgrund der langsamen Drehung wird der Wagen langsamer. Wie bei der echten Achterbahn, nur dass es halt bei der echten Achterbahn unten ist, wo halt unten in der Schiene Und gebremst wird durch drehende Räder und da eben seitlich. nee, ganz ehrlich, was ich glaube, Und ich sehe das Gegengewicht. Nein! ja, das Gegengewicht sehe ich auch, aber das fährt ja gleichzeitig mit dem, du meinst doch nicht das mit Mit. den Sternen drauf, oder? Nein, das schwarze Gegengewicht in der Mitte von Ah, dem Ding. okay. Da ist ein schwarzes, das habe ich noch gar nicht gesehen, das hängt ein schwarzes Gegengewicht. Gut, das sehe ich jetzt nicht, aber was ich sehe ist, da wo dieser rote Verbinder, Tooth? Ja. nee, da wo der Gummi drüber läuft. Da wurde Gummi drüber liegt, gell, ja. Dieses Teil geht rüber zu den Technikzähnen und der Gummi ist nämlich dafür da, du kannst die Technikzähne nach unten drücken, dass die Wägen vorrollen und der Gummi zieht die Zähne wieder nach oben. Okay, das ist ja cool. Aber wenn du auf dieses Bild guckst, wo du von da, wo denn Also diese roten. das ist jetzt meine Vermutung. Okay, das könnte aber auch sein. Weil, wenn du nämlich auf das Bild guckst, wo du den Gummi siehst, siehst du ja diesen großen Turm, wie die gerade von oben runterstürzen. Und unten über der Palme siehst du das schwarze Gegengewicht, gebaut aus Lego, an diesem Seil. Ich habe jetzt dann gerade ein anderes Bild. Moment. Ich habe nicht eine Großaufnahme von dem. Ah ja, da ist das Gegengewicht. Okay, Da hängt ein Gegengewicht an einem Seil ja. dran. Und dann wird es wahrscheinlich Ja. langsam nach unten drücken, dass es nicht schnell nach Und unten rasselt, sondern schön langsam, so wie Rollen. ja, genau, richtig. Boah, wir haben das Geheimnis gelöst. Hier hört es zuerst. Ja, genau, da ist ein Gegengewicht dran. Und das Gegengewicht ist an diesen Achterbahnschienen befestigt. Genau. Da Ganz hinten laufen nämlich genau. auch noch Schienen dran. Und ich habe Und das mich, sind eben deswegen diese Rollen da oder diese ja, Dinger. und ich habe mich schon gewundert, was diese gelben, wirklich auch senkrechten Achterbahnschienen an dem Turm sein sollen. Aber ja, das ist die Führung vom Gegengewicht. Klar. Ja, hier hört das zuerst in unserem Logisch. wunderschönen blauen Pin-Podcast, im ersten deutschen Lego-Podcast, der einen blauen Pin als Thema hat. Sehr gut. Ja, Aber mir gefällt es genau. halt richtig gut. Was mir nicht gefällt, ist der Preis. Der ist ein bisschen teurer natürlich als die erste Achterbahn. Die Ja. kostete 329,99 UVP. Die ist jetzt natürlich 70 Euro tacken teurer. Ich habe Oder 60 Euro. Kevin, Ja, bevor sag. wir zu den Details gehen, ich habe da noch eine Frage. Da, wo die roten Technikzähne drinnen sind, das ist ein neues Schienenteil, oder? Das halbe Stück, ja, das sieht nach einem neuen Schienenteil aus, Weil wenn du das so, meinst. weil, ja, weil kurze Schienenteile gibt es ja schon, aber nicht diese, weil diese sind ausgehöhlt, beziehungsweise Das sind also zwei Teile, das ist die linke, links ja, und rechts. die linke und die rechte Seite von der kurzen Schiene, ja. So Das sieht sind es aus, zwei. also keine Support-Bars in der Mitte, sondern ist halt Richtig. einfach das gleiche Detail, nur nach links und rechts gebaut. Ganz genau. Mal gucken. Aber ja, das scheint was zu sein. Aber das Gegengewicht finde ich gut, dass wir das erraten haben, dass da was drin ist. Ja. Und ich finde es an sich relativ cool gemacht. Ein Looping, da haben wir übrigens auch noch eine kleine Kamera drin, die so tut, als ob man jemanden fotografiert. Es ist einfach eine nette kleine Action-Achterbahn. Genau, in der Fahrgastbox, da hängen dann Fotos von der Kamera mit Leuten auf dem Kopf. Genau. Aber Ja. mal eine ganz ernsthafte Frage, weil ich glaube, so die Achterbahn durchkauen müssen wir nicht. Wir haben das Wichtige durchgekaut. Ja, Aber. was mich an der Achterbahn am meisten stört, ist, dass die Mitarbeiterin der Achterbahn eine Lego Store-Mitarbeiterin ist. Ja, weil sie ein Lego-Torso anhat, mit dem Ja, gelben Lego-Logo. das stört mich irgendwie.
Jetzt kann man sich schönreden und sagen, ja, im Legoland Park haben sie auch Sweatshirts an, wo Lego draufsteht. Ja, aber nee, das stört mich trotzdem. Weißt du, was mich stört? Dass ich nicht wüsste, wo ich das Ding hinstellen soll. Ah, das ist natürlich auch, ja. Würde ich diese 400 € übrig haben, ja? Also angenommen, wenn. Also ich würde sie wirklich gern kaufen, aber ich habe diese 400 € nicht. Das ist einfach so. Ich wüsste nicht, wohin damit. Ich würde gern sagen, ich könnte sie dann original verpackt in den Keller stellen, aber selbst da ist kein Platz. Oh, aber das nimmt weniger Platz weg. Aber da ist kein Platz. Ganz ehrlich, ich würde sie auf den Kleiderschrank stellen. Ich habe zwischen Kleiderschrank und Decke noch ungefähr 1,50 m. Ich nicht. Ich habe, wenn es hochkommt, 10 Zentimeter. Das klingt nach einem super Podcast-Titel. Wenn es hochkommt, 10 Zentimeter. Ja, ich glaube, wir nehmen mal einen anderen. Das, ja, gut. Aber was mit? Ich glaube, wir nennen es einfach zum Kotzen, oder? Wir nennen den Podcast zum Kotzen. Wenn es hochkommt, Nee. 10 m. Ach ja. Zum Kotzen, Das ja. passt thematisch. Aber ich sag mal so was mit der Achterbahn, ich glaube, alles durchgebastelt. Ja, Es gibt noch Hammer. ein paar Sidebuilds mit dazu. Es gibt noch einen kleinen Hotdog-Wagen, der gebaut ist. Es gibt einen kleinen Luftballonwagen mit so Aufblastierchen mit drin. Es gibt eine kleine Parkbank noch mit bei, dass man, wenn man erbrechen möchte, sich da drauf erbrechen könnte. Es gibt natürlich komplette Vibes von Rollercoaster Tycoon wieder, wie ich finde. Ja, schon. Moment, ich brauche noch mal die. Verdammt, jetzt war ich zu schnell, habe ich geschlossen. Was mich Und ein in. Brezelwagen ist noch mit bei. Ja, weil du gesagt. Ja, ein Brezelwagen ist auch schon bei. Der gefällt mir übrigens ganz gut. Das stimmt. Was mich jetzt Können wir auch zum Popcornwagen machen. interessiert, was ich mich jetzt interessiert, bei der Parkbank ist ja ein. Macht er wieder nicht. Okay, doch. Ein Schild dabei, Da meinst du, ne? ist ein Parkplan dabei, ja. Aber ich hätte es halt. Ich würde es halt geil finden, wenn auf dem Parkplan alte Attraktionen von der Fairground Collection mit dabei, also mit drauf wären. Sind sie Aber doch? Da ist das das sieht Haunted man House. nicht. Ich sehe es Doch, nicht. sieht man. Da ist die Ich Achterbahn sehe drauf, es gegenüber das nicht. Haunted House, das Karussell daneben und noch das Riesenrad. Sind alle vier drauf. Echt? Schön, dass du Okay. dieses Detail entdeckt hast. Fiel mir auch noch nicht auf, aber man kann es durchaus sehen. Ja, ich erkenne es nicht, weil wenn ich bei mir irgendwas zoome, am Rechner, dann, wenn ich da reinzoome, zoomt es automatisch wieder raus. Zoom, zoom, zoom. Na gut. Deswegen, ja, Also ich sehe sehe ich es. das nicht. Ich Ja, mit sehr meinen schön. beiden gesunden Ohren sehe ich das Ja, Ding. sehr schön. Wenn du das siehst, dann ist ja hervorragend. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir mal weiter und gehen zu den letzten zwei Themen über, weil, wie gesagt, ich stehe unter Zeitdruck. Ganz kurz, Lego Technik hat zwei neue Sets, Ja. 42144, 42145. Du bist ja im Lego Technik-Thema, warst du immer drin, richtig tief. Ich So, bin ungefähr voll so drin. Arox Nee, den hatte ich nie. knöcheltief. Ja, das ist einmal wie nennt sich das? Umschlagbagger nennt sich das auf Deutsch. Sieht aus wie so ein, ja, hat so Greifer, sieht aus wie von so einem Schrottplatz, der Greifer. Genau. Sowas findet man auf Schrottplätzen oder auf Wertstoffhöfen Ja, zum Beispiel. Das ist halt genau. quasi ein Bagger. Da hat man schon mal den 42053, habe ich schon mal in einem Video vorgestellt, von Volvo, den gelben. Das ist halt eine schwarze Plattform mit vier kleinen Füßchen zum Ausfahren, einem drehbaren Obergestell, einer Kabine zum Hochschrauben und Pneumatik. Es sind zwei Pneumatik, Pneumatikzylinder genau. dabei. Genau, einer schließt den Greifer vorne und zwei Pneumatikzylinder sind für den Arm und für den Ausleger zuständig. Und das ganze Ding, jetzt kommt, das müsst ihr mal ganz kurz mit dem Atem anhalten. Ursprünglich sollte es kosten 99,99 €, wird aber aufgrund der Lego und indirekten Preiserhöhungen mit 119,99 € erscheinen. Ja, und wir haben insgesamt 835 Teile, was teuer ist. Also 120 Teile, 120 Euro, 835 Teile. Das ist ganz schön heftig, auch für Das ist heftig, auch für Technik. Pneumatik. Ja. Ja. Und wir haben keinen Motor drin. Nee, aber Pneumatik. Auf Pneumatik. Die ganzen Funktionen werden über eine Handpumpe gelöst. Die Handpumpe ist auf der Rückseite des roten Kästlichens, steht senkrecht, die ist hinter dem Führerhaus verbaut. Und was schön ist, was ich finde, die ganzen Funktionen, wie man die Pneumatik steuert, ist nicht über diese Pneumatikhebel gelöst, sondern über diese Technikzähne, die sind horizontal verbaut. Quatsch, horizontal sind also. Horizontal, horizontal, ja. Ja, die kann man drehen, um die Funktion auszulösen, also quasi ein bisschen Technik im Inneren. Ja, und die Kabine sieht nach demselben System aus wie bei der 42053. Also jeder, der den 42053 hat, braucht den eigentlich nicht, würde ich sagen. Das einzige Spannende sind die neuen Pneumatikzylinder, die sind jetzt dunkelgrau und größer, die sind länger. Ja, wenn du das sagst. Sehen sie zumindest so aus, ja. Einen kleinen gelben haben wir noch, der oben die Kralle schließt. Kralle ist das richtige Wort. Und das Einzige, was mich richtig nervt, ist erstens keine Zwillingsbereifung.
und zweitens die Stützen zum Ausfahren. Das sind vier kleine Stützen und das ist so, dass man die einzeln auf jeder Seite mit dem kleinen Zahnrad ausfahren muss. Ja, das ist 2108 beim Krankenwagen. Einzeln ist doof. Gut, Zwillingsbereifung kann man problemlos nachrüsten, aber das einzelne Ausfahren ist echt doof, ja. Das haben sie bei dem wunderschönen 42126 Kloppers, bei dem, ich habe hier neben stehen, den Tow-Truck, da haben sie es super gelöst. Einmal drehen und alle Stützen gehen gleichzeitig raus. Und da ist doch Platz, warum nicht? Eine Lenkung ist drin, aber es ist auch zum Beispiel fehlt die Funktion, die Kabine zu drehen. Also man kann das Oberteil zwar drehen, wie bei dem 42131, bei dem gelben Bagger für 40 Euro, aber es ist kein Zahnrad zum Drehen, da muss man von Hand drehen. Das finde ich mega schwach. Na, aber jetzt, warte mal, die Kabine kann man hochfahren, gell? Genau, aber den kompletten Oberbau muss man von Hand drehen, da ist kein Zahnrad, keine Funktion dafür. Und was ist das für ein Zahnrad, wo du dieses Drehrad zwischen den beiden Zahnrädern für die Stützen? Die Lenkung. Vorne. Ja. Ach, das ist die Lenkung. Auch nur einachsige Lenkung, keine Zweiachslenkung. Die Achse hinten ist starr. Okay, ja gut. Und du lenkst vorne. Richtig schade. Ja. Ja, wobei vorne und hinten ist bei dem Ding eigentlich wurscht, ja. Genau. Und was ich auch schade finde, es ist kein Schild mit dabei. Normal haben solche Bagger noch ein Schild vorne mit zum Schieben oder dass nichts passiert. Ja, das Blöde ist nur, ich habe mir diesen Kran vorbestellt. Ich habe mir das Ding bereits gesichert, nachdem es möglich war. Und habe gesagt, den will ich trotzdem haben, weil Lego Technik und ich bin blöd und so. Fanboy, ole ole. Und ich habe bei einem Wertstoffhof angerufen, einem Resteverwerter. Und der hat tatsächlich dieses Ding auf seinem Hof stehen. Exakt so, wie es da steht. Selber Ausleger, selbe Kralle, selbes Modell, allerdings in Blau. Und wie selbes Modell? Es ist ja gar kein echtes Modell. Es ist kein Lizenzmodell, nein, aber es ist halt genau so ein Umschlagbagger für genau diesen Zweck. Es ist kein umgebauter Bagger, es ist ein echter Umschlagbagger. Ja, genau. Und da werde ich vorbeigehen, werde ihn filmen, werde mir dann angucken, vielleicht darf ich ihn auch fahren und werde mit dem Bagger vorbeitingeln. Also freut euch auf das Review im August. Kommt ja im August raus? Ja. Wann kommt er raus? August war richtig, ne? 1. August, genau. 1. August, ja. Und dann wird es lustig. Was ich noch erwähnen möchte, wie gesagt, Lenkung haben wir keine, Ausleger haben wir nicht. Also zumindest nicht so von Hand machbar. Was ich richtig schade finde, auf der Lego-Verpackung steht nicht, wie groß das Ding ist, aber im Produkttext steht es, das Ding ist 33 cm hoch, 40 lang und 17 breit. Es sieht aus, als wäre es kleiner als der gelbe Volvo und kostet mehr. Der kostet damals nämlich 90 Euro. Ja. Gut. Aber wir machen mal kurz einen Faktencheck und gucken mal nach der Größe von dem Ding. Okay, dann mach das. 34 mal 13 mal 17. Nee, okay, ist tatsächlich ein bisschen größer. Bisschen. Ja. Na gut. Dann haben wir noch ein zweites Lego-Technik-Modell. 42145, die Osprey Light. Entschuldigung, Airbus H175. Naja, zumindest derselbe Hersteller. Nee. Bei Boeing war Osprey, ja, stimmt. Genau, nee. Bell Boeing. Ja, also Airbus, ja gut, Airbus ist aber auch Eurocopter. Ja, Airbus macht schöne Flugzeuge, Airbus macht wunderschöne Helikopter, an vielen sind Bomben befestigt. Was? An vielen sind Bomben befestigt, an vielen sind aber auch Seilwinden zur Rettung befestigt, ja. Ich weiß jetzt nicht, das ist kein Eurocopter-Modell, oder? Nein, glaub nicht, weiß ich nicht. Nein. Weil Eurocopter gehört ja jetzt inzwischen auch zu Airbus, deswegen, Nee, das ist ein anderes Modell. Das ist wirklich ein Modell, das für die Rettung eingesetzt wird, primär tatsächlich Bergung und Rettung, sowohl auf See als auch an bergigen Sachen. Und der Hintergrund erinnert ganz stark an die Osprey. Es ist sogar der gleiche Motor verbaut, denn hier haben wir endlich wieder ein motorisiertes Modell. Bedeutet, da ist eine Batterie drin, die keinen Bluetooth hat, sondern zwei Schalter, an denen man zwei Motoren anschließen kann. Wir haben endlich eine Bluetooth-Box, die wir nicht brauchen, sondern wirklich eine manuelle Box. Die ist da im Korpus verbaut, wahrscheinlich ein riesig gutes Getriebe, wie damals bei der Osprey, weil wir haben richtig viel Funktionen. Ja. Wir haben 2001 Teil und das Ding kostet 209,99 Euro. Das ist fair, würde ich sagen. Das ist fair für die Teileanzahl und Motor- und Batteriebox, finde ich. Also hast du schon gesagt, 2001 Teil? Genau, habe ich gesagt. Und jetzt finde ich fair, Stichwort. Das Ding ist 72 cm lang. Das ist riesig. Ja. Und 24 cm hoch. Und wir haben ein, das ist übrigens ein 5-Blatt-Rotor.
Wir haben verschiedene Funktionen, die wir auch nicht motorisiert steuern können. Ja, Also. vor allem die Rotoren, Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, vor allem die Rotoren, das gefällt mir ja total, weil die sind halt, die Rotoren sind neigbar. Ne, und vor allem ein bisschen abgeknickt vorne. Das sind neue Rotorblätter, die gab es irgendwo mal nicht. Das auch, aber sie sind eben auch neigbar oder schwenkbar. Keine Ahnung, wie sich das beim Helikopter nennt. Schwenkbar sind sie, sie können sich drehen, genau. Naja, Nein, wir haben ganz viele Funktionen. neigbar daneben. Genau. Wir haben ganz viele Funktionen, das sieht so aus. Motorisiert ist es so, dass wir den Haupt- und Heckrotor mit zwei unterschiedlichen Drehzahlen steuern können, niedrige und hohe Drehzahl. Ja. Wir können das Fahrwerk elektrisch einziehen und die Seilwinde können wir tatsächlich elektrisch auf- und Aber ablassen. welche, wenn ich das richtig sehe, haben wir ja Es sind zwei. zwei drin, ne? Ja. Vermutlich die unten eingebaute, nicht die seitliche. Die seitliche sieht mir aus, als ob sie Sind das nicht tatsächlich. beide? Sind das nicht zwei seitliche? Weiß ich nicht. Nee, eine guckt unten raus, oder? Oder sehe ich das bloß Ja, es falsch? kann aber auch sein, dass man einfach nur die von der anderen Seite sieht. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Nee, eine ist unten und die andere. Nee, wenn du links und rechts, da gibt es unterschiedliche Bilder. Eine hängt auf der einen Seite, die andere unten. Aber Ah, da gibt es okay. so jetzt auch Stimmt, kein ja, richtig. gescheites Bild. Auf der einen Nee, Seite sieht man richtig, die kleine eines Seilwinde. unten raus, ja. Genau. Ja, Auf ja. der anderen Seite ist dafür eine Türe zum Aufschieben da, die an der Technikachsel befestigt ist. Und dann geben sie noch an, das Triebwerk werden vom Motor angetrieben, wobei da denke ich halt, Triebwerk ist tatsächlich dann die Rotordrehfunktion. Ja, Und wir haben ja. tatsächlich, das ist halt ein Motor für diese Funktion, wie bei der Osprey, richtig super, da muss ein Mega-Getriebe drin sein und wir können alle gleichzeitig benutzen. Bis auf die Geschwindigkeit natürlich. Wie bei der Osprey, da muss ein Mega-Getriebe drin sein. Der wird Ja, zwar das war auch gut. super, da Der können wird wir alle zwar Funktionen gut. gleichzeitig machen. Ja. Bis das Zahnrad gebrochen ist, aber man kann alle Ja. gleichzeitig machen. Ja, genau, bis das Zahnrad gebrochen ist. Aber diesen Fauxpas werden sie jetzt nicht mehr machen, da werden sie bestimmt darauf aufpassen. Aber wir haben auch handbetätigte Funktionen. Wir haben die Taumelscheibe zur Blattverstellung, das ist das, was du meintest, da Das ist können das, was wir ich meinte, genau. genau, die Taumelscheibe neigen. Und zwar mit Pins, Technikpins, mit Dreierpins im Cockpit können wir das Ding einfach neigen, wie beim echten Heli. Richtig genial. Und wir können die Front- und Heckverkleidung öffnen, um die ganze Steuermechanik der Triebwerke anzugucken. Also wir können quasi oben nackig machen und Neigungen. Nackisch mache, wie man Nackig machen. hat. Ja, ich behalte es für mich. Ja, bitte. Aber das sind halt Funktionen, die ein Helikopter können muss, indem wir das Ganze machen können. Da sind auch ganz lustige Bilder mit drin. Das sind unterschiedliche Hebel. Also man kann sowohl das Ding neigen. Also wirklich, also müsst ihr euch vorstellen, wie ein echter Heli, dass man sagen kann, das Rotorblatt kann sich nach vorne und hinten wie eine Wippe bewegen und wir können seitlich neigen. Also in beide Richtungen. Ja. Mit Hebeln im Cockpit. Richtig super. Ja, also ganz ehrlich, wäre ich Technikfan und Helikopterfan, ich würde mir das Ding zulegen, weil preislich ist es voll in Ordnung, meiner Meinung nach. Wenn es im freien Handel kommt, weiß ich jetzt nicht. Ja, kommt. Ja, dann ist es eh absolut in Ist jetzt schon mit Ordnung. Rabatt erhältlich bei JB und bei anderen Händlern. Ja. Also bei Amazon gibt es es noch nicht, aber bei JB und Lego. Also JB hat sowieso Rabatte drauf. Ich verweise mal jetzt einfach drauf, dass ihr auf die Webseite profi.de gehen könnt und auf meine Affiliate-Links klicken könnt. Ich muss sie nicht in die Shownotes knacken, aber die werden definitiv mit Rabatten auf dem Markt sein. Und ich habe für den Umschlagbagger auch keine 120 Euro bezahlt. Und die. 210, also unschlagbar jetzt 120, Genau. Und ich habe ja gesagt, ich werde mir den Helikopter nicht kaufen, weil es mich nicht interessiert. Und dann sehe ich aber die Funktion und sage mir, ah ja, komm, wenn du es für stabile 130 mal irgendwo mitkriegen kannst, dann würde ich sagen, jo, für 130 nehmen wir das Ding mal mit. 130 halte ich für übertrieben, aber 150, ja, machbar, denke ich. Also 150 auf jeden Fall. Also Ja, wenn man mit ja, 30% rechnet, sind es ja, sogar 140. ja. Und wenn es mal ganz steil läuft, sogar 130 da. Also ab Ja. 140 würde ich auch zuschlagen. Da hätte Ja. ich Bock drauf auf das Ding dann. Gut, das ist also so von den Funktionen her und von dem, was es alles bietet, ist es echt, ja, ist geil. Dann lass uns noch kurz über Obi-Wan Kenobi reden und über ein bisschen Rücken Ja. in der Schulter. Und Ja, danach reden wir nochmal über Legocon. Obi-Wan Kenobi. Ach, du sprichst von der 75334. Jawohl. Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader. So, Wir haben ein Spielset. ja, sorry, aber das Set ist ja sowas von schlecht. Okay, ich rate erstmal die schönen Fakten runter. Ja. Ich muss einmal gähnen. Ich habe hier einen Ja, Radler getrunken. verstehe Liebe ich. Grüße an Sebastian. Ich brauche noch einen Schluck. Also,
Hashtag, keine Werbung, Rothaus Radler, Radlerzäpfle naturtrüb, aus der badischen Staatsbrauerei Rothaus AG. Prösterchen. Ja. So, keine Werbung, weil don't drink and drive, Alkohol ist böse, liebe Kinder. Aber ich muss ja heute nicht mehr Auto fahren. Ja. Zurück zu Star Wars. 408 Teile, 4 Minifiguren, darunter Obi-Wan Kenobi mit neuem Haarteil, Darth Vader mit neuem Kopf, bedruckten Armen, Ned B., der nette kleine Roboter, der ein Beladungsroboter ist, offiziell, ne? Und Tella Durith. Ich verrate es nicht, wer Tella Durith ist, das möchte ich nicht spoilern. Jedenfalls in einem schönen imperialen Outfit und Capture in Grau. Und ja, 408 Teile der Star-Sets sind nicht die Minifiguren, hahaha. Erwachsene kaufen sich das nur wegen der Minifiguren, denn die sind alle exklusiv, wegen diesem dämlichen Darth Vader-Kopf, wegen dieser dämlichen Obi-Wan-Mitdruckung und dem Haarteil und diesem dämlichen Roboter wegen dem Kopf. Und warum wirst du das Set nicht kaufen, obwohl da 4 tolle Minifiguren drin sind? Weil das Set an sich einfach nichts hermacht. Ja, gut, es sind ein paar nette Spielfunktionen drinnen. Du kannst die beiden Darth Vader und Obi-Wan kannst auf Drehscheiben stellen und drehen, dass die so ein schönes Gefecht machen. Aber manuell, das ist nur auf dem Downtable, nicht aber, in ja, aber manuell ist richtig. Dann kannst du die Scheiben oder die Platten ein bisschen auseinanderschieben und ein bisschen Lava vorklappen lassen. Genau. So, und umdrehen kann man die, glaubt, dass unten drin was zum Umdrehen, dass er Lava da. Ja, ja, du musst sie ein Stück auseinanderschieben, die Platten, und dann kannst du es hochklappen. Oder du kannst auch die Behälter, auf denen diese Lava-Dinger da transportiert werden, kannst du auch umkippen lassen, dass die rauskommen oder rausfallen. Ja, Spielfunktion ganz nett, aber das Set ist, es macht so nichts her. Komme ich gleich dazu. Was du meinst, das ist so ein, also es ist ja keine Lava, das ist so ein leicht entzündlicher Ja, Material, oder so, ja, ja, genau, ja, richtig, so leicht entzündliche Steine, eben sowas, ja. Schade finde ich auch, dass Obi-Wan 2 gleiche Arme hat. Wer die Folge gesehen hat, die dritte Folge, der weiß, was ich meine. Ja. Wir spoilern jetzt nicht. Es ist ein schönes Spielset, wie ich finde. Es ist groß, wir haben sehr viele Noppen. Es ist echt riesig, viel größer als andere Spielsets, aber es kostet halt 49,99 €. Ja. Andererseits im Verhältnis gesehen, 408 Teile, 4 exklusive Minifiguren, 50 €, gar nicht mal so blöd, aber das Set ist einfach langweilig. Erwachsene kaufen sich das Ding nur, wirklich nur mit den Minifiguren und wegen nichts anderem, aber das Ding ist halt gar nicht so blöd. Ich habe ein Video drüber gemacht, wo ich die letzten 4 Spielsets genommen habe, und zwar das Duell auf Mustafa, das Duell von Kylo Ren und Rey im Schnee auf dem Starkiller Base, dann das Spielset mit den Dark Troopern und das Spielset mit, welches waren das Spielset, das ich noch genommen hatte? Ich habe doch ein viertes Spielset genommen, das mir im Kopf war. Weil, hab ich Mustafa gesagt? Mustafa hast du gesagt, aber Gott sei Dank hast du das Mustafa genommen und nicht das Duell auf... Scheiße, wie war das jetzt? Wo wir bei Lava waren. Ja, ich und Star Wars. Ja, ich weiß, welches du meinst. Ja. Weil das war ja, da ist das Set jetzt besser. Genau, weil diese 4 Sets zusammengenommen ist, wenn man die zusammenschiebt, genauso groß wie die Grundfläche dieses Sets. Also klar, das Set ist nicht quadratisch, das fehlt natürlich überall ein bisschen, aber von der, wirklich, wenn man von der Grundfläche drauf gucken würde, wären diese 4 Spielsets so groß wie das Spielset. Ja. Es ist halt doppelt so groß wie normale Spielset, kostet auch doppelt so viel. Es ist halt einfach, es sieht nicht so groß aus, aber es wird groß sein, wenn man von oben drauf guckt. Ja, das mit Sicherheit, aber wie gesagt, es macht einfach nichts her. Nee, aber jetzt haben wir schon wieder ein tolles Set mit 408 Teilen, mit 4 exklusiven Minifiguren, das im Preis vom Star Wars Rahmen 50 € gerade so okay ist. Und jetzt haben wir halt eine große Spielfläche. Jetzt haben wir mal Spieltiefe. Ja. Jetzt haben wir mal. Und jetzt ist doch nicht okay. Ja, du das hast halt ja, du, ja, Kevin, du hast ja recht. Ich gebe es ungern zu, du hast ja recht. Aber nach wie vor macht das Set nichts her. Weißt du was? Ich weiß, dass ich recht habe. Ich weiß aber auch, dass du genauso recht hast. Ja. Ich verstehe deinen Ansatz völlig. Weil es ist einfach eine langweilige graue Platte. Es sind 4 coole Minifiguren und das war's. Ja. Also ich würde meinem Kind das für 50 € nicht zum Spielen kaufen. Und es wird eh zerlegt und umgebaut. Und 50 € ist schon eine Menge Geld. Auch wenn es doppelt so groß ist wie andere, was den Preis wieder rechtfertigt. Aber wir haben da die Spieltiefe, mein Gott. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Das ist, Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Weil da gab es schon viele, viele, viele Meinungen dazu. Würdet ihr das was euren Kindern schenken? Würdet ihr sagen, jawohl, das ist voll gut, da können das Kind endlich ordentlich mitspielen, haben endlich eine Spieltiefe, nicht nur diese 4 Noppen sonst wie bei Lego Friends oder so. Ja.
weißt du was, ich kaufe mir das, wenn es für 35 irgendwo gibt, kommt ja in den freien Handel. Gibt es auch bei JB schon zum Vorbestellen, keine Schleichwerbung oder so, aber ja, das kommt im, günstig mal irgendwann. Wir haben ja gesehen, das Duell zum Beispiel mit den drei Dark Troopern und dem Luke Skywalker war ja schon für unter 20 Euro erhältlich, weil der UVP war 30 Euro, also ja. 30% können wir auf jeden Fall rechnen, also das ist ein sogar. Ja, hoffen wir es, also gut, ja. Zu einem günstigen Kurs hole ich mir das auch und das ist ein Set, wo ich sage, da würde ich eine Review drüber machen, muss es aber nicht in der ersten Woche von einem Erscheinungstermin machen. Da kann ich getrost die Beine hochlegen und sagen, nee, da chill ich einfach mein Leben. Ja. Ja, chill mal dein Leben. Genau, chill dein Leben, Alter. Würde ich sagen, das reicht jetzt aber erstmal für Lego Star Wars, oder? Jetzt gehen wir ganz kurz ja. an den Lego-Con und chillen noch ganz kurz an und machen noch ganz kurz Werbung für die Lego-Con. Oh, genau, das kann ich auch nochmal in die Shownotes machen, haben wir den letzten Podcast schon gemacht. Die Lego-Con, die ist ja am 18. Juni. Die kann man live gucken, das ist eine Live-Übertragung. Wir wissen jetzt auch schon, wer die Hosts sind. Da habe ich was auf Instagram gesehen. Warte mal, finde ich das nochmal auf Instagram? Die, ja, vergiss es. Vergiss es. Die kenne ich auch, die sind auch okay. Ich scroll mal ganz kurz hier hoch. Ich habe es mir nämlich notiert. Luna Lovegood ist, glaube ich, auch dabei, wenn ich das heute richtig gesehen habe. Luna Lovegood, also die Moderatoren werden sein Joel McHale, Melvin O'Dom und Vicky Hope. Ja. Die werden das hosten. Die sind bekannt zum Beispiel vom Disney Channel UK. Also der McHale ist von Lego Dimensions ein Sprecher. Der Melvin O'Dom war bereits bei der Lego Con 21 gewesen. Ich glaube, das war der das Kolosseum angeteasert hat. Und so weiter und so fort. Und die sind alle sehr, sehr begeistert. Wir werden wohl einige neue Sets angekündigt bekommen. Und da wollen wir ganz kurz noch drüber spoilern, welche Sets denn sein könnten. Mhm. Es werden neue Star Wars Sets vermutlich angekündigt. Ich rechne ganz stark mit dem Adventskalender, dem ATTE und dem ATST, der schon lange angekündigt oder im Plan ist. Also der Adventskalender definitiv, ja. Ja, und mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch das Topmodell angekündigt. Für knapp 160 kostet es 130 Euro. Die Justifier. Ja. Große Raumtransporterchen. Ja, nee, wie gesagt. Des Weiteren. Ja. Ja. Sag bitte, was du sagen möchtest. Nein, nee, passt, alles klar, alles gut. Alles gut. Na gut. Lego Minecraft wird auch was kommen und aufgrund des Bezugs von Disney und von allem drum und dran von Wizarding World, von den Hosts, kann man davon ausgehen, dass es eine Anteaserung durch die Tour der Warner Brothers Studios in London, das ist ja da ist, sein könnte und ein super geheimer Gast kommen könnte. Das ist das, wo du meinst, dass Hermine Granger / Natalie Portman. Nee, war ja Star Wars. Nein, ich meine Luna Lovegood. Entschuldigung, Luna Lovegood. Weil da ist heute bei Instagram irgendwas gewesen. Genau, irgendjemand hat geteasert, ich habe es auch gesehen. Und wie komme ich jetzt eigentlich auf Hermine Granger, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Treppen-GWP. Möglich, ja. Naja. Interessant ist auch, richtig interessant ist auch, dass wir vielleicht. Also erstmal das Wichtige. Es wird ein Lego Masters Event geben, wo Global Lego Masters Participants, also Leute, die bei Lego Masters mitgemacht haben, weltweit. Ich glaube, Lego Masters in USA, in Australien, in Deutschland. Und da könnte der ein oder andere Lego Masters Gast oder Bauer zu Gast sein, die da irgendein Event haben, einen Baubewettbewerb oder so und irgendwas Lustiges. Und oder sie machen einfach nur, hey, ja, Lego Masters, yeah, ich habe eine neue Staffel, keine Ahnung. Und ich glaube, so das Wichtigste für uns könnte sein, die Ankündigung von Lego Avatar Sets. Ja. Ja. Nee, ist es nicht, ne? Nee. Okay, dann ich versuche es nochmal. Das Wichtigste für uns könnte sein, die 90 Jahre Lego Jubiläumsets. Ja! 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 Ja, nicht nur das, nein, es gibt die 90 Jahre Jubiläumsets und noch ein anderes Set, was hoffentlich angekündigt wird. Und das andere Set machen wir zum Schluss, ja, weil das will ich. Ja. Ich will erst kurz die 90 Jahre abtüdeln. Ja, tüdel. Tüdel, wie Tine sagen würde. Tüdel. Tüdel. 90 Jahre Jubiläumssets, man hat ja schon lange gemunkelt, dass die Ritterburg, die 10305, der Löwenritter oder auch das Queen's Castle, wie man mittlerweile im Insider-Jargon sagt, vorgestellt werden könnte. Zu 90 Jahre Lego könnte LegoCon super passen, dieses Set vorzustellen. Das wäre die mega Gelegenheit dazu, endlich dieses Set zu zeigen.
Und des Weiteren, warum mehrere 90 Jahre Jubiläumssets? Weil es noch ein Gerücht ist, dass die Set Nummer 10497 ein Raumschiff sein könnte. Ein ehemaliges Space Police Raumschiff ist erschienen in den USA mit der Set Nummer 497, die Galaxy Explorer. Das ist kein Space Police, das ist ein Classic Space. Entschuldigung, Classic Space, aber es erinnert mich so an Space Police mit den Farben. Ja, das auf jeden Fall. Und das, je nachdem, wie es aussieht, doch, das soll... Das Spaceship ist so geil, so genial. Also, ich habe das so gefeiert. Ja, wie gesagt, je nachdem, wie die neue Variante aussieht, die soll, glaube ich, 100 Euro kosten rum und im freien Handel kommen. Also, ja. Munkelt man. Aber ich hoffe, dass es auch vorgestellt wird, nicht, dass es irgendwann im September oder so kommt. Aber dieses Jahr wird eh teuer. Die Ritterburg gönne ich mir nicht, das ist mir zu viel Geld, aber die Galaxy Explorer könnte vielleicht was werden. Doch, und vielleicht kündigen sie diese zwei an. Und wenn Lego richtig, richtig am Cojones hätten, ja. Also jeder denkt jetzt bitte an die Indianer von Cleveland. Cojones! Wenn sie richtig Cojones hätten, würden sie nicht nur eine Ritterburg der Löwenritter vorstellen und ein Space, Classic Space Set, sondern auch eine Monorail. Piraten hatten wir ja schon mit der Barracuda Bay, aber wenn sie dann noch eine Monorail raushauen würden, dann würde ich sagen, shut up and take my money. Machen sie nicht. Kannst das Geld machen behalten. Nicht, aber das wird so gut. Kannst das Geld behalten. Ja, ich weiß. Kann ich für die Achterbahn ausgeben. Ja. Und dann hast du gerade vorhin noch ein Set angeteasert, was eventuell noch vorgestellt werden könnte. Was hast du da im Kopf gehabt? Sanctum Sanctorum. Ich hab die Überleitung verpasst. Ich wollte sagen, was hast du dir da Seltsames im Kopf? Ah! Sanctum Sanctorum habe ich da Seltsames im Kopf. Was ist das Sanctum Sanctorum? Das ist, klingt das, echt strange. Das ist mehr oder weniger das die Hütte, das Kabuff vom Doctor Strange. Genau. Und es gibt ja drei Sanctums oder drei Sancti eigentlich. London, Hongkong und New York. Richtig. Und das ist das Sanctorum aus New York, bekannt aus den Marvel Avengers Filmen. Ja, also es ist ja so, dass das Lego ja schon selbst bei Instagram oder wo auch immer ein paar Sachen angeteasert hat, unter anderem, also für die LegoCon, unter anderem Marvel Studios New Set exklusiv First Look. Und da gehe ich jetzt mal stark vom Sanctum Sanctorum aus. Möglich. Ich, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin schwer der Meinung, dass es nicht ankündigen. Aber es steht. LegoCon wäre halt der richtige Punkt. Ja, es steht halt auch leider in den Ankündigungen für die LegoCon dran, dass sie ein neues Set von Marvel Studios ankündigen. Ja, es könnte aber auch genau was anderes sein. Ja, aber das soll aber auf zwei Filmen basieren. Das ist halt leider ein Set, auf das viele warten und deswegen glaube ich, dass das angekündigt wird. Richtig. Aber die letzte LegoCon war so enttäuschend, die müssen ihrer Linie treu bleiben. Die können doch jetzt nicht. Nein, die können jetzt endlich mal, nachdem die letzte so ein voller Erfolg war, können laut ihren eigenen Worten, nein, du hast recht, Enttäuschung, können die jetzt mal richtig rausballern? Ja, können sie. Also ich hätte es jetzt wirklich gern, also meine Traumvorstellung ist, dass diese ganzen Sachen, die wir gerade angesprochen haben, dass die alle abgehandelt werden. Vielleicht kommt, also egal, ob eine Monorail noch angekündigt würde oder nicht, aber die sollen einfach ankündigen, bis keiner mehr zu Hause ist. Das würde mich echt freuen. Und das Sanctum Sanctorum soll ja auf zwei Filmen basieren, deswegen sind Charaktere aus zwei Filmen mit bei, aus dem neuen Spider-Man-Film und aus dem Avengers-Film, aus dem Infinity War, glaube ich, weil da Moore auch mit bei ist. Es soll dreistöckig sein, das Gebäude, es soll... Neuer Spider-Man-Film, du meinst neuer Doctor Strange-Film, oder? Strange-Film, ja. Gut. Danke. Und es sollen auch Minifiguren dabei sein, ich will jetzt nicht spoilern, welche. Und es soll eben wie das alte Sanctum Sanctorum, das es schon gab, eben ungefähr ausschauen, nur eben in moderner, mit schöneren Bautechniken. Ja, und es soll eigentlich eher so Modular-Building sein. Genau, und soll 250 Euro kosten. Ja. So munkelt man gerade, ist auch eine Preissteigerung zum Opfer gefallen, sollte ursprünglich 220 kosten, jetzt kostet es 250, munkelt man, ja. Und das Gebäude freut mich richtig, weil das kann man auch in die Stadt integrieren. Da freue ich mich mega drauf. Ja. Richtig. Dann kündigt Lego noch Sneak Peek to upcoming Adventures an für was sehr Spannendes, Friends. Ja, also Friends hat 14 oder 16 Seiten im Katalog, Star Wars nur 6, also ich bin schon überzeugt davon, dass das so ist.
Was wir noch ankündigen, a first look at a brand new theme. Das wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Die haben nämlich angekündigt, eine neue Toyline anzukündigen. Genau. Jetzt kann man sich drüber streiten, die Gelehrten streiten sich. Was ist eine neue Toyline? Also ein neues Thema quasi. Wie wir es jetzt sagen, wir führen jetzt zum Beispiel Avatar ein. Ich tippe auch mal stark auf Avatar, ja. Ja. Und was hier die Gemüter sehr zum Kochen bringt, ist eine Ankündigung: Ninjago getting ready for a Grand Final. Ja, for a Grand Final. Jetzt ist die Frage, für ein Finale für dieses Jahr oder ein finaler Kampf, all der goldene Ultradrache? Oder sagen sie, wisst ihr was, Ninjago gibt schon so lange, wir machen jetzt einen auf Nexo Knights. Tschüss! Ja, und wie gesagt, das bringt die Gemüter gerade ziemlich zum Kochen. Also liebe Investoren, kauft Ninjago. Ganz genau. Ja. Also mein Sohn hat es schon vernommen von mir, das Gerücht, das kursiert schon seit mehreren Wochen im Internet, dass Ninjago wohl dieses Jahr die letzte Strecke haben wird. Andere Quellen sagen, nein, mit Ninjago geht's weiter, völliger Unfug. Ich kann mir schon vorstellen, dass im ersten Halbjahr nächstes Jahr nochmal ein neues Set kommt, aber dann tschö mit ö. Könnte ich mir vorstellen. Einerseits, gut, wie gesagt, den gehen für Ninjago die Ideen aus, aber andererseits, ey, Ninjago rennt. Es läuft. Wenn die das einstellen. Monkey Kid ist kein Ninjago-Ersatz. Monkey Kid, ja, aber warum ist Monkey Kid kein Ninjago-Ersatz? Weil es ein asiatisches Zielgruppenpublikum hatten, weil es in Deutschland nicht beworben wird, weil es keine deutsche. Also es gibt eine TV-Serie dazu, aber die ist so unterrepräsentiert. Richtig. Und das ist das Hauptproblem. Das asiatische Bla ist völlig wurscht. Boah, Ben, ich habe in den letzten 40 Sekunden mehr schlaue Worte rausgelassen als in den letzten 40 Minuten. Ja. Ja. Was das Schlimme ist dass es einfach nicht wirklich beworben wird bei uns. Ja. Und ich finde, Stores ist nicht präsent. Es steht nicht im Kaufland, im Galeria Kaufhof rum. Es steht nicht im Smith Toys rum. Es steht auf der Lego-Webseite rum. Ja, in den Stores stand es am Anfang rum, dann wird nicht verkauft, raus aus den Stores. Ja, warum wird es nicht verkauft? Weil es nicht beworben wird und weil die Serie einfach nur unterrepräsentiert ist, weil die nur auf Amazon Prime läuft. Und ja, das sind für mich so die Hauptprobleme. Weil Monkey Kid ist einfach so eine, also jetzt nicht unbedingt die TV-Serie, wobei die auch ganz lustig ist, aber so die Themenwelt Monkey Kid ist einfach. Ich finde die so genial, die Lego-Sets. Das ist auch lustig. Aber ich glaube, wir müssen auch langsam mal Schluss machen. Müssen wir, ja. Es wird schon spät. Aber ich möchte noch eine Sache teasern. Ich möchte ein Shoutout machen an unseren Hörer und an meinen Zuschauer Night Vision Bricks. Erstens, vielen lieben Dank Night Vision Bricks. Der hat mir ein Paket geschickt. Und jetzt hör mal zu. Ja, das ist Retro-Lego-Technik. Es ist... Ja, Ben sieht es nicht, er hört es nur. Ja, Retro-Lego-Technik. Das ist die alte Power-Function-Box. Und die habe ich auch zu Hause. Aber, oder? Ich sag nicht, was für ein Modell das ist. Aber es macht wahnsinnig Spaß, das zu benutzen. Ja, Kevin, der hat dir das Zeug geschickt, weil er Schrott loswerden wollte. Nee, er will das ja wieder haben, das ist das Problem. Ach, verdammt. Da Videos drüber machen, sagen, wie schlecht Lego früher war. Ich sag's mal so, es passt zur Lego-Release-Welle, die gerade ist, und es hat was mit Motoren zu tun. Freut euch mal drauf, es wird lustig. Ja. Es wird lustig. Na gut, aber in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Ben, dass du mit mir heute dieses Potpourri an lustigen Themen gemacht hast. Das hat mir Spaß gemacht, so mit der Minifiguren-Serie zu reden. Da bist du wesentlich besser bewandert als ich. Und das mit der Looping-Achterbahn war auch ein richtiger Augenöffner. Ja, schon. Ja. Haha, jetzt haben wir beide was gelernt. Und jetzt müssen wir noch ein paar Stündchen wach bleiben. Nicht die Äuglein zukneifen, sondern ich werde wach bleiben und werde mir das Forestman Hideout holen. Ihr habt ja ein paar Kauftipps gekriegt, was ihr bei Lego kaufen könnt. Hi, Kevin aus der Zukunft hier. Heute ist ein Tag später. Es ist ganz früh am Morgen, noch vor 7 Uhr. Und ich muss noch ganz kurz meine Erlebnisse von der Nacht mitteilen, weil das eben jetzt in den Podcast reinpasst. Ab 0 Uhr war das GWP nicht freigeschaltet. Es landete nicht im Warenkorb. Leider. Jedoch ist es so, wenn man bestellte, bekam man eine Bestätigungs-E-Mail und in dieser Bestätigungs-E-Mail war das Forestman Hideout drin. Und
Just jetzt, da ich gucke, so 5 Stunden später in meiner lustigen Bestellbestätigung oder auf meiner Online-Bestellung auf lego.com, sehe ich, da ist das Forest Man Hideout ebenfalls in der Bestellung drin. Generell landet es ab 1 Uhr nachts auch im Warenkorb, wenn man was bestellt hat, über 150 Euro. Aber ja, ist mal wieder sehr reibungslos gelaufen. Also online ist einfach bei sowas immer irgendwie der Wurm drin. Ich gräme mich nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich es bekomme. Ansonsten gibt es ordentlich Mecker vom Äcker hier. Und jetzt mal weiter mit dem Podcast hier. Benutzt den Profi-Affiliate-Link auf profi.de oder in den Shownotes, wenn ihr was kauft bei Lego. Nein. Ja. Du, mir fehlt immer noch eine Kleinigkeit zum Bestellen, aber das werde ich schon finden. Das kriegst du raus. Ich hoffe. Stellen wir es auch gleich mal in Warenkorb. Ja. So. In diesem Sinne, vielen Dank. Und ihr anderen, habt noch einen schönen Tag. Schreibt gerne Kommentare zu den Sachen, wo wir euch befragt haben und zu allem anderen, was euch so einfällt. Und ja. Also Kommentare natürlich auf Apple iTunes, auf Spotify oder natürlich auch auf YouTube, da ist der Podcast ja auch. Oder unter profi.de könnt auch einen Kommentar drunter brechen. Das ist völlig gut. Freut uns alles. Ja. Und habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.